So, guten Tag miteinander. Wir sind hier inmitten vom wunderschönen Mönchweilen. Genau, das sehen wir es. Es ist ein Regentag. Ja, und jetzt begrüßen wir doch gerade mal unseren heutigen Interviewgast, den Herr Dr. Marco Kim. Wie so ein Holzkopf? Da ist er nämlich. Jetzt hat er es geschafft. Nein. Das gibt's. Ein Brot. Nein, was ist das? Ein Gipfeli. Was machst du da? Nein, nicht was? Aber unser Monsieur Kim, der geht natürlich lieber in McDonalds. Du gehst dich dann. Dann geht es doch nicht das da. Schöne Idee, weißt du? Was? Ist so dumm. Auf München geht es nämlich. Nein, doch. Das ist Post von Möhlin, von der Gemeinde Möhlin, genau. Das sind die kleinen Briefe, das sind immer die Gemeinden, da stehen die böse Sachen drin. Meistens hat es mit einem Betrag, mit einem Geldbetrag und so. So, und dann besuchen wir mal ein Magensystemer. Pizzaschachtel jetzt sind. Und dann einfach noch mit deinen Witz da. So, woho, schaut euch das an. Eine Sonne. Zack, da ist sie. Ja, jetzt sehen sie. Zack, den ganzen Tag Regen hat es eigentlich geheissen, aber. Da ist sie und die kommt jetzt mit auf München, da bin ich überzeugt. Es ist jetzt, was haben wir für Zeit? Es wird etwa halb zwei sein jetzt dann. Und der Marco will unbedingt noch aufs Templer warten, bis das endlich fertig ist. Aber wir wissen alle, das geht noch ein halbes Jahr. Er hat sich gerade beschwert über den Tunnel, so ist es nämlich. Wir fahren... So. Wir fahren auf München, das haben wir ja schon herausgefunden. Und wie fahren wir auf München? Wir haben das Google-Navi gefragt. Ist ein Witz, machen das nicht. Genau. Wir fahren südlich vom Zürichsee sind wir durchgefahren, nicht nördlich, dort was eigentlich nach München geht. Oder vielleicht überhaupt nach Deutschland. Wir fahren einfach auf Österreich zu. Da gibt es auch München. Nein, gibt es nicht. An der liechtensteinischen Grenze werden wir vorbeifahren und dann eigentlich so gerade rauf und dann kommst du irgendwann auf München. Scheint, habe ich gerade sagen. Wer sagt das? Ja, auf diesen Schock ein Schnäpsle. Prost. Wir sind immer noch in der Schweiz und das nach am 2 sind wir abgefahren. Hast du nie eine Uhr? Jetzt ist es dann gleich halb 5. Unterwegs. Du bist noch eine Stunde im Mediamarkt. Zweieinhalb Stunden, ja richtig, ich bin noch Mediamarkt. Zweieinhalb Stunden Auto gefahren. Ich habe eine ganz tolle Kopfhörer spontan gekauft. Die hat man sicher an einem Deutschen für die Hälfte gefunden, aber ich habe gefunden, ich bin jetzt der Schweizer Arbeitsmarkt unterstützen. Jetzt sind wir wieder aus dem Tunnel rausgekommen. Wunderbar! Wir melden uns später wieder aus dem fahrenden Studio hier bei Holz TV. Es ist übrigens mega schön. So sieht das aus, mal. Einfach, dass ich auch noch sehe, wo ich gerade finde. Alles schöne, wunderschöne Berge und so. Ich war richtig cool gerade. Kannst du nicht weitermachen? Alles gut. Zeit für ein kleines Update. Wir sind in Liechtenstein angekommen. Beziehungsweise die Ausfahrt von Dutz haben wir gerade hier gehabt. Übrigens, ich lese den K-Tipp. Kauft ihn auch. Er ist praktisch. Was sagt der Markt dazu? Achtung! Probieren ein Experiment. Jetzt sind wir in Österreich. Grüezi miteinander. Guten Bonjour. Bonjour. Wir sind hier. Bei der österreichischen Grenze in der Nähe von St. Margrethe. Jetzt sind wir in Österreich. Herzlich willkommen in Österreich. Die Lügen an die Sau. Hier draußen hat es zwei Kollegen. Da sind sie. Sind das Schweizer? Hallo, sind ihr Schweizer? Ja. Tipptopp, finde ich super. Also, wir haben zwei echte Schweizer in Österreich gesehen. Mega. Wir sind doch. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Du bist ein Holzkopf. Gönnung. Jetzt wollte ich irgendetwas Wichtiges sagen. Übrigens, jetzt kommen überall die Meldwarnschilder. Alter, ich könnte mal einen Burger holen. Da bin ich voll dabei. Also, Gönner! Der redet aber. Du redest aber verdächtig Hochdeutsch, hey, oder Österreichisch? Ja. 110 dürfen wir hier fahren in Österreich. Ja, nach den österreichischen Kollegen sind wir kreuzfalsch gefahren, weil der Marco einfach
eine Frau ist, wenn es um Navigation geht. Und leider alle Frauen, die haben es drauf, ich weiss es. Aber rechtsabbiegen. Wenn ich. Jetzt haben wir einen Alltag im österreichischen im Dingenskirchen. Jetzt muss ich hier mal den Saugnapf ein bisschen besser montieren, das ist nämlich eine Zumutung. Ja, wir sind wieder zurück im Studio. Links, hä? Wir haben gerade herausgefunden, wir sollten eine Vignette haben von Österreich. Das ist der Grund, wieso ich mich wieder zu Wort melde. Und wir haben gar keine. So läuft das hier. Genau, filmen es dann mal, oder? Oh, sorry, hä? Wir sind in Deutschland, herzlich willkommen! Aus dem österreichischen Land draussen. Jetzt sind die Verkehrsschilder wieder ein bisschen schöner als vorher. Und wir fahren gemäß Tacho 150. Ja, ja, da liegt noch ein bisschen mehr drin. Alter, pass auf, ey. Es regnet. Es regnet. Und wir haben die Temperatur schon sicher genommen. 10,5 Grad, ja, das geht noch. Oha, beruhigt dich. Das ist dokumentieren. Also, wir sind jetzt im Meckes Memmingen. Im Deutschen. Und Marco hat kein Essen. Dann bringen sie es hier an. Bringen Sie das Essen hier an, wenigstens? Nein, ich will sicher nicht mehr in diesem Drecksleine. Das heisst, du bist jetzt hier angegangen, hast herausgefunden, du musst an die Kasse gehen und jetzt bist du nicht mehr. Also gut, wir sind hier angekommen, er hat etwas bestellt und er hat es nicht mehr gekriegt. So. Und ich bin zuerst mega begeistert gewesen. Das ist gruselig, was du da bist. Es ist ein ziemlich cooler Laden hier, aber... Also, vorne... Jetzt so Terminals, da kann man eingeben, was man will und dann das kann zahlen. Und dann kann man sagen, hey, ich will es gerade an den Tisch liefern lassen. Und das hat auch gut funktioniert. Und jetzt habe ich das hier gekriegt. Dr. Café. Ein Burger, ein Nürnberger Burger mit drei Dingers drin. Und ein Cheeseburger. Aber alle kalt. Und den Kaffee habe ich bekommen ohne Löffel und ohne Zucker. Dankeschön. Also für mich ist auch klar, dass ich in diesem Meckes das letzte Mal gesehen bin. In dem Sinne, ein guter zusammen. Aber mit was zahlen wir? Mit Kreditkarte oder mit Karte? Ja, das ist ein ziemlich preislicher Ding. Hallo Filmen, das kostet Geld. Nein, kostet Geld. Kostet kein Geld. Hallo. Am Tanken ist er, er hat die Diesel-Zapfhahne gefunden. Und so einer fährt Auto. Das nächste Highlight. Kaffee und Chips. Kaffee und Chips. Falls du fragst, wie viel Zeit zwischen Burger und dem vergangen ist, das sind ca. 5 Minuten. Dort hat er die Einfahrt nicht gefunden. Dann habe ich gesagt, dort wo Einfahrt steht, musst du reinfahren. Er ist fast da vorbeigefahren. Und es ist wirklich riesengroß Einfahrt gestanden. Jetzt schauen wir mal zu. Er ist immer noch dort. Er hat die Tankstelle nicht gecheckt. Rechts abbiegen auf Adenauer Ring, 300 Schilder nach Kempten, Lindau. Lindau, rechts abbiegen! Rechts! Ein Mann von Welt, er tut es tanken. Er hat es tatsächlich geschafft. Aber das Auto läuft mit Leibrei. Jetzt ist vorhin gerade einer gekommen. Wir sind an der Ossertankstelle. Dann ist der Marco reingerannt und hat gesagt, Hilfe, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich komme nicht raus. Dann ist er gekommen und hat gefunden, los zu ziehen. Jetzt nehmen sie das raus. Dann stecken sie es hier rein, dann geht das wie von allein. Hallo zusammen, wir sind ja heute noch nie im Mediamarkt. Aber da ist wieder einer. Das mal aber in Memmingen. Nachdem wir zuerst in Meckes Memmingen gefahren sind, sind wir dann auf die andere Seite. Er hätte es nicht gerne, wenn ich das sage. Aber wir müssen uns anpassen in Deutschland. Wir Schweizer erwarten das auch. Zuerst dort gewesen, essen. Jetzt sind wir ganz auf die andere Seite von diesem komischen Memmingen gefahren. Richtung Tankstelle. Jetzt sind wir wieder nochmal auf die ganz andere Seite gefahren, in den Mediamarkt. Und wir sehen hier schon einen tollen Fernseher für 10.000 Euro. Minus 1. Die machen einen Halbachti zu hier. Das hat es noch nie gegeben auf dieser Welt. Einen Halbachti. Und wir haben leider den Vergleichspreis nicht gefunden für Kopfhörer. Aha, das ja. Nicht schon wieder Licht. So. Jetzt sind wir doch tatsächlich. Dreimal durch das Hurendorf gefahren. Dafür, dass der Mediamarkt jetzt nach ja, gute 5 Minuten sind wir drinnen gewesen. Also mehr definitiv nicht. So, und jetzt klären wir ab, wie das im ÖV funktioniert in München. Gute Nacht zusammen. Jetzt sind wir aus dem Mediamarkt rausgefahren und wir sehen den McDonalds. Tada! Das haben wir vorher sogar gesehen. Und wir hatten nur die Augen aufmachen, dann hatten wir gesehen, dass der Mediamarkt nach hinten ist.
Und dann hat man das geschafft. Der Typ fährt 200 km/h, jetzt sind es noch 150. Ja. So. Wow, jetzt tut er noch überholen. Nein, es ist so eine Mini-Hügel gekommen. Ich hatte das Gefühl, wir fliegen jetzt dann auf München. 172 ist, glaube ich, der Spitzenwert. Siehst du, Stau kommt. Alle auf die linke Spur. Ja, jetzt nicht gerade übertrieben. Doch, es ist das ist nur eine Panne! So ein Holz kommt. Sag das jetzt gerade nochmal in die Kamera, bitte. Du bist der grösste Vollpfosten auf. 4 Minuten früher hat er gesagt, jetzt gerade. Also, wir reflektieren, das wollte ich sagen. Mach jetzt du mal. Wir sind nach der 2 gegangen. Jetzt ist 9 plus minus. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 Stunden haben wir jetzt gehabt, um auf München zu fahren. Wir haben gehabt. Jetzt bin ich gespannt, Professor Doktor ist am. Aber nicht, dass du mit Dr. Kaffee noch Konkurrenz machst, das ist besser. 4 Stunden 56. 4 Stunden 56? Das ist immer noch mehr? Nein, 4 Stunden war Plan. Wir sind etwa 7 Mal durch 3 Dörfer durchgefahren. Also wir sind verdammt schnell gewesen. Schnell, hat er gesagt, schnell. Ja, 170, wenn wir es genau nehmen. Ne? Ja, die Frage, die sich uns stellt, wieso hat, das ist Markus' Bett, wieso hat, ja nein, das ist mein Bett. Das Küssi ist vorher auf dieser Seite gelegen. Hoi, schau mal einmal. Machst du den eigenen? Sag hoi, komm, sag hoi. Komm, sag hoi. Bitte. Bitte. Hör jetzt mal auf. Ich komme zu mir mit dem. Ja, genau. Wieso hat er so ein rotes Küssi und ich nicht? Selbstverständlich habe ich das gerade beschlagnahmt. Das ist die Frage des Tages. Und wieso wird in einem Hotelzimmer geraucht? Das ist auch eine sehr interessante Frage. Wir können das Fenster nicht mal aufmachen. So, wir sind auf dem Weg Richtung Ausgang München Hauptbahnhof. Und da fällt da gerade das Schild an. Hoffnungslos verloren. Wir haben keinen Plan, wo der Hauptausgang ist und es ist leider auch nicht so richtig gut angeschrieben. Wir haben es einfach gesehen, wo die meisten Leute hinlaufen und dann gehen wir jetzt auch hin. Und dann schauen wir, wo wir hinkommen. Wir sind durch den Bahnhof, wir haben den Ausgang gefunden, sind draußen gesehen und jetzt haben wir herausgefunden, wir müssen leider wieder quer durch den Bahnhof laufen, weil wir auf der falschen Seite rausgegangen sind. Ist so, gell? Ja. Genau. 39 könnte sie doch 5 Minuten später. 5 Minuten später, bitte steigen Sie um ins Intercity Hotel beim Versicherungsgruppe Heini beim Ausgang. Dankeschön. Also, er braucht den Stabilisierungsteil. Voll überbelichtet. Ich weiss, was ist denn da los? Jetzt filmen wir gerade die Leute filmen da hinten. Da ist der Babylon. Also, schau, jetzt machen wir ein Selfie. Was ist die Leute meinen? Wirklich, die singen nicht ganz. Die Leute meinen, die singen nicht ganz dicht. Jetzt gehen wir zu den Leuten, die singen dort. Moment, haben wir dabei. Come to the line. In my hour darkness, she's standing right in front of me, speaking words to wisdom. Can you do it? Baby. Something special. It's not what you think, girls. Here, you find my real name on the card. My real name is not Himmler. Yeah? Sorry. Hitler. No. My real name is here. Backside information. Shh. Diano, relax. Relax. You hate it. Same position. My name, backside information. For Italians, I don't speak English. Informazioni. And here, this is only for people. This is only for people with the humor, sense of humor. Not for Germans. I know the German reaction. Jetzt kaufe ich es erst recht. Man nennt es auf Deutsch. Man nennt es auf Deutsch Negativakquise. Inside you find my story. Italiano, attenzione. Brasil, it's better. This is my story. Telephone. Es muss sein, aber ich bin nicht blöd. So. Der Tag ist fertig. Er wird abgeschlossen mit einem Kaffee aus dem Mc's. Hör auf. Nein, hör nicht auf. Ja, was ist für Zeit? 1:30, hä? In München läuft schon nichts mehr, das ist schon ein bisschen enttäuschend. Hinter uns 500 Leute, in München läuft nichts mehr. Also, ich erkläre euch jetzt mal etwas. Das Hardrock zu, 12 Uhr ist dort für oben. Okay, die noch drinnen gesessen sind, haben schon noch dürfen bleiben. Aber jetzt mittlerweile ist da auch niemand mehr. Meckes ist noch offen. Dort läuft es noch, aber das ist der einzige Laden. Nein. Doch. Also, erklär uns das, Mr. Insider. Wo läuft's denn? Guck da vorne. Ja, der läuft. Nein.
Moment. So, sind wieder da. Der Laden hat noch oft. Das ist so ein Bäck- und Bio-Verkäufer von irgendwas. Keine Ahnung, wieso der die Zeit wach ist, also offen hat. Aber sonst läuft hier in der Stadt gar nicht mehr. In einer Stunde fährt bereits der letzte Zug zum richtigen Hotel. Wir wohnen nicht so weit außerhalb. Komm, sag, was du willst sagen. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wo hier der Zug fährt. Wo fährt er denn? Richtung Ostbahnhof. Da müssen wir mal so durch. Also einfach abschließend noch zum Sagen. München ist ein bisschen langweilig. Jo, ich sehe aber schon 4 Bier. 2 lange. 2 Cocktails haben wir mehr nicht. Also, du. Erstens. Du auch. Ich habe nichts. Und der Schwarztee. Auf Deli, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich...